Herzlich willkommen zu Tag 5. Wir haben soeben, warte mal, ich muss mal nachschauen. Tag 4, ja, genau, dann Tag 5. Und zwar am Tag 5 hatten wir den. Ich muss jetzt also Systemeinstellungen, Konsole, Datum und Uhrzeit. Hatten wir den 23.03. Tag 5 ist dann der 24.03. 20.01., 21.02., 22.03., 23.04. und 24.05. 10.30 Uhr, Uhrzeit ist eigentlich egal, Hauptsache, es passt von der Ding. Und das Coole, wo ihr vielleicht gesehen habt, den Icon oder Profilbild, was ich auf der Switch habe, war ja praktisch der Tom Nook. Das war irgendwie schon so ein, wie sagt man da, ja, man hat das sehen können, dass praktisch ein Teil dafür kommt. So. Mein Haus sieht man da im Hintergrund, es ist ziemlich geil. Ja. die Tina ist da. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Dienstag, der 24. März 2020. 10.31 Uhr. Uhrzeit ist egal. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Berlin zu begrüßen. Wolli. Das wird wahrscheinlich ein Schaf sein oder eine Ziege, aber Wolli ist, glaube ich, ein Schaf. Okay. Sie wird bestimmt mit Auswagen beschäftigt sein, also schaut doch mal bei ihr vorbei. Das war alles. Ich wünsche euch. Okay, euch. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Berlin. Okay. Dankeschön. oh Mann. Schauen wir mal. Wir gucken jetzt einfach mal. Da ist der Schmetterling. So. Und zwar. Wir haben jetzt kein Geld. Ah, jetzt ist das Museum komplett ausgebaut. Okay, gut. Kann ich jetzt bei der Fahne Betty sehen? Ja, jetzt. Okay, da kann man jetzt halt wenigstens sehen, was gespendet ist, was nicht gespendet ist. Eigentlich alles, was ich drin habe, müsste gespendet sein. Ja, perfekt. Warte mal. Okay, die Klischee. Galmar, Schnabelbarsch und Seebarsch. Okay, perfekt. So, warten wir. Ich spreche jetzt mal mit diesen. Hey Markus, kann ich dich kurz wegen was nerven? Dauert auch nicht lange. Zick. Okay, das ist das Erste, wo mich fragt, wo mich nerven will. Aber naja. Hast schon bei Wolli vorbeigeguckt. Vielleicht geht's nur mir so, aber seitdem die Nase hier wohnt, hat Berlin, ein ganz anderes Flair, oder bilde ich mir das nur ein? Jedenfalls hat der Gedanke eine Kettenreaktion in meinem Oberstübchen ausgelöst. Wie schaffen wir es, dass mehr coole Socken wie Wolli auf unsere Insel ziehen? Wenn es nach mir ginge, könnte Berlin ruhig noch mehr Persönlichkeit vertragen. Nicht falsch verstehen. Die Stimmung
ist echt der Knüller. Aber da ist doch bestimmt mehr drin, oder? Als Ansporn habe ich was Cooles für dich organisiert. Dafür findest du sicher ein gediegenes Plätzchen. Okay. So ein Trinkbrunnen macht Inseldeko-technisch immerhin schwer was her, zick. Und jetzt los, du hast eine Mission zu erfüllen. Projekt Neue Nasen startet jetzt in Farbe und Bunt. So, dann den hier. Jo, trainierst du fleißig, Gäse? Ich will plaudern. Training, Training, Training. Das ist das Wichtigste im Leben. Nö, finde ich nicht. Und zu dir komme ich gleich. Man muss 5000 Sternis praktisch zahlen an ihr und dann bekommt man die Schneiderei. Okay. Oh, hallo Markus. Danke für die sorgsame Wirkung deines Kredites. Ja, ich muss einfach fragen, hängt die Abbezahlung vielleicht mit einem Wertungswunsch zusammen? Dann habe ich gute Nachrichten. Kein Problem dafür, einen weiteren Kredit aufzunehmen. Sag mir Bescheid, wenn du mehr wissen möchtest. Oh. Ah, das habe ich vergessen, glaube ich. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf Nook-Portal Bonusmeilen. 5 Tage in Folge 200 Bonusmeilen. Bitte wollen Sie. Ja, okay, gut. Ja, das habe ich jetzt vergessen. Mann, 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 Mann. Ja, okay, ja, brauche ich nicht. So, schauen wir mal den Bankautomat. Kredit, ich habe jetzt 0. Ist jetzt halt alles so schlimm. Ich suche Leute, die Interesse an einem Kurs zum Thema umgeschalten haben. Okay, dann machen wir halt das noch in der Folge schnell. Ja, wir machen jetzt schnell die Anmeldung, dann haben wir das schnell fertig. Ja, haben wir jetzt das von Museum? Mann, 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 haben wir jetzt wie zu machen. Es ist eine Ziege, kein Schaf, eine Ziege, eine Ziege. Das Museum wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Klatsch, klatsch, klatsch. Danke, vielen Dank. Berlin war zu Beginn nichts weiter als eine einsame, verlassene Insel. Doch nun sehen wir stetiges Wachstum dank der Bemühungen von, nun ja, von euch allen. Ich denke nun wären einige wenige Worte von Eugen angebracht, der unser neues Museum leiten wird. Eugen, du hast das Wort. So, Eugen. Einwohner von Berlin. Ich bin Eugen, bescheidener Kurator eures Museums. Es ist überwältigend, wahrlich überwältigend, ein so wundervolles Museum hier eröffnen zu dürfen. Ich wage dies eine Errungenschaft zu nennen, die nur durch euer aller Kooperationen ermöglicht wurde. Diese Insel ist mit einem mannigfaltigen Ökosystem gesegnet. Sie ist eine wahre Fundgrube fesselnder Spezies. Angesichts dessen bin ich fest entschlossen, ein Museum zu schaffen, das jeden mit Staunen erfüllen wird. Abschließend will ich der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass ihr das Museum auch zukünftig unterstützt. Vielen Dank für diese bewegende Ansprache, Eugen. Und jetzt lassen wir jene Person zu Wort kommen, deren Mithilfe das Museum erst möglich gemacht hat. Ja, mit wem denn wohl? Damit meine ich natürlich niemand Geringeres als Marcus, unseren
Inselsprecher, möchtest du dem etwas hinzufügen, Marcus? Nein. Muss ich ja wohl. Ich sage einfach, okay, yippie. Und alle applaudieren. Tja, ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Marcus. Okay, yippie ist aufbauende Worte, okay, wusste nicht. Muss ich echt mal in Real Life mal probieren. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum anderen gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen und den Share-Taste drücken. Ja, in diesem Sinne, das Museum sowie Berlin verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra, also Hurra! Ja, Leute, das ist so krass! Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf den Heimweg. Heim, mein Haus ist gerade mal geschätzte 10 Meter. So, jetzt habe ich immer noch kein Geld abgehoben für dich. Sorry. Jetzt machen wir mal die Eigenheimberatung. Und was war noch? Okay, jetzt machen wir. Ah, stimmt. Ja, okay, machen wir erst den Bastelkurs. Dann haben wir das hinter uns. Bist du bereit, die wunderbare Welt des Umgeschauten zu betreten? Aber mit Vergnügen, ich würde es endlich mal hinter mir haben. So gefällt mir das. Fangen wir gleich an. Ja, Gott sei Dank. Ich fange am besten mit einer Erklärung des Umgestands an. Im Grunde ist es ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Und dann schaltest du das Item an eine Werkbank um. Schon hat es ein neues Design oder eine neue Farbe. Wie sagt man noch gleich, probieren geht über studieren. Fangen wir also an. Dein Ziel in dieser Sitzung ist es, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Items zum Verstauen von Kleidung, Schränke, Truhen und so weiter sind sehr nützlich. An ihnen kannst du in jedes Kleidungsstück schlüpfen, das sich zu Hause in deinem Lager befindet. Mit einem farblich umgestalteten Holzschrank könntest du daheim neue Akzente setzen und diese Freiheit. Entschuldigung. Dich künstlerisch auszudrücken, ist doch genau, was Berlin ausmacht. Oh, dir fehlt ja noch die entsprechende Bastelanleitung. Augenblick, ich lasse sie dir rasch zukommen. Ja, dann mach das mal. So, das wäre erledigt. Komm dann bitte wieder, sobald du einen Holzschrank angefertigt hast. So, jetzt müssen wir mal schauen, was baue ich jetzt für den Holzschrank. Oh, schon wieder Holz. Oh, wie viel habe ich? Zwei. Ja, aber jetzt zwei Wackeläxte. Schauen wir mal, ob wir 12 Holz herkriegen. Tina, sorry, ich komme später. Ach komm, warum geht das jetzt nicht? Ich brauche 12, also 2 habe ich schon. Vier. Fünf, sechs, ja, ist ja klar. Naja, dann machen wir die nächste. Ah, scheiße. Knapp. Aber trotzdem daneben.
Ja, okay. Gehen wir mal zum nächsten. Auch nur Weichholz. So, wie viele haben wir jetzt? Acht. Vier. Eine. Nur Hartholz, das sind immer die dunklen. Es waren wir noch zwei. Gott sei Fix. Ja. Ein Holz, ein Holz, ein Holz. Ja, dann nehmen wir jetzt mal gleich Jennys auch für die Diener gleich mit ab, aber wir machen das trotzdem nach Reihenfolge. So, und zwar Bankautomat, Auszahlung 10.000 einfach, das ist ja egal. Vielen Dank und auf Wiedersehen und ja, fertig ist. So. Zum Nux Laden. Ja, hallo. Was ist jetzt der Rübenpreis? 149. Okay, ich glaube, das wird aber noch weiter steigen. Wackelachs, ja, freilich. Nehme ich gleich zweimal. Nein, mehr auch nicht. So, ja, geht's heute mal auf Zeit. Das nervt. Bis wir. Da ist noch 100, okay, nehme ich. Wie viel kostet diese Mülltonne da? 960, nehme ich. Ah, dieses Mobiltelefon. Null los Telefon. Nehme ich freilich. Ich will alles im Katalog haben. Auch das Mauset. Und ich verkaufe gleich alles wieder. Ich will was verkaufen. Ja, was habe ich denn anzubieten? Mäuse, den Schnurlos, die Mülltonne, bist du hier? Na, den Denkboden muss ich. Die beiden. Halt. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon geschiftet habe oder nicht. Ja, naja. Abgemacht. Punkt, fertig ist und ciao. So, welche Nuckmeilen haben wir jetzt bekommen dafür? Halt, wir haben Nuckmeilen plus. So. Ja, vielen Dank. So. Und zwar. Wir wollen ja die Schneiderei auch freischalten. Momentchen, habe ich dich nicht vor einer Weile schon mal im Laden gesehen? Mach dir nichts daraus, falls du es vergessen hast. Aber ich bin Dina.
Ich bin eine alte Freundin von Nepp und Schlepp und natürlich auch Tom Nook. Es ist eigentlich auch von Tom Nook. Eine ganz alte Freundin. Okay. So habe ich von Berlin gehört und kam hierher, um Kleider und anderen Kram zu verkaufen. Langfristig träume ich davon, hier ein Geschäft zu öffnen, aber erst, wenn ich einen Kundenstamm habe. Ich werde bestimmt jede Woche ein paar Tage bei euch auf jeder Insel sein. Also sprich mich ruhig mal an. Ja, ach, weißt du was, wo wir schon dabei sind, möchtest du mal sehen, was ich heute im Angebot habe? Ja, auf jeden Fall. Darum spreche ich dich ja an. Spitze, dann zeige ich dir gleich mal, was du heute Tolles bei mir kaufen kannst. Uiuiuiui, ist es ein Rock oder ist es eine kurze Hose? Colt-Duffen-Shorts. Laborbrille. Baseline-Muster-Bandana. Okay. Ich habe jetzt nicht viel Geld dabei, aber wir müssen 5000 Sternis ausgeben. Und ich will ein bisschen Ding. Dann will ich das auf jeden Fall kaufen. So weiße Schuhe, die stehen doch schön. Gut, oder? So. Ja. Das will ich noch kaufen für 700. Gerne doch, freilich. Ja, freilich. So, und dann das hier, eine Angelweste. Das müssen wir tragen, wenn wir angeln gehen. Gerne doch. So, jetzt haben wir 1300 Ständis noch über. Gehen wir das, das sind 1100 Ständis. Und dann beenden wir mal das Gespräch. Aber dann machen wir jetzt halt erst die Umgestaltung noch. Okay. Wir machen jetzt halt dann also noch die Hölzer fertig. Ist es jetzt? Ah, das ist Weichholz. Ja, gut, sehr fix. Das sind jetzt 12. Dann gehen wir jetzt ins Service Center. Gehen zur Bewirtschaft und etwas herstellen. Ja. Was müssen wir jetzt eigentlich wieder herstellen? Ah, Holzschrank, oder? Ja, genau. Einen Holzschrank müssen wir herstellen. So. Müssen wir Tom Nook ansprechen. Und dann auf der Baselkurs. Und Markus, du hast einen Notschrank dabei. Dann ist es jetzt an der Zeit für dich, ihn umzugestalten. Du erhältst gleich die notwendigen Umgestaltungssets von mir. Schalte dich bitte zunächst an die Werkbank. Ja, freilich. Also, dein Holzschrank ist bereit. Dann ist es jetzt an der Zeit, mit dem Umgeschalten zu beginnen. Hier sind zunächst einmal ein paar Umgeschaltungssets für dich. Komm, ruck raus, komm schneller, du Geizsäge. Hol einfach deinen Holzschrank raus und probiere das Umgeschalten an ihm aus. Nö, hab keinen Bock, ich will die Rüben. Nee, Spaß. So,
Ich nehme einfach dunkles Holz, das gefällt mir irgendwie am besten. Ja. Leider nicht mit dem Traumstein musste. Ich freue mich schon drauf, wenn ich mein Rathaus habe. Und meine Rammsteinflagge praktisch als Flagge ab. Aber da muss ich mich noch gedulden. Der Holzschrank wurde umgestaltet. Und ja, wirklich wundervoll. Wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht, solange man nur Umgestaltung setzt und eine Werkbank hat. Die übrigens jetzt kannst du ruhig behalten, nutze sie für dein nächstes Umgestaltungsprojekt. Ja? Da du den Kurs damit abgeschlossen hast, kannst du jetzt auch im Laden Umgestaltungssets kaufen. Das Umgestalten ist in erster Linie für Möbel und andere Items gedacht, die du selbst gebastelt hast. Aber manche der Marktartikel, die im Laden verkauft werden, kann man ebenfalls umgestalten. Es gibt zum Beispiel solche, bei denen du den Stoff ändern oder ein eigenes Design hinzufügen kannst. Das finde ich cool. Eigenes Design, das heißt, man kann auch sein Design da praktisch drauf machen. Zum Beispiel ich als Rammstein-Fan, natürlich das Rammstein-Logo. Herauszufinden, welche Items du auf welche Weise umgestalten kannst, macht eine Menge Spaß. Und damit wären wir am Ende meines Kurses zur Umgestaltung angelangt. Dein umgestalteter Holzschrank wird sicher gut in dein Zuhause passen. Und nun mach erstmal eine Pause. Du hast es dir verdient. So, ja. Jetzt gehen wir raus zu der Tina. Sprechen die Tina dann an. Und mal gespannt. Also ich glaube 5.000 ist sie. Oh, hallo nochmal, Markus. Hast du etwas von deiner Einkaufsliste vergessen? Wollte nur Hallo sagen. Wie lieb von dir. Vielen Dank dafür. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Okay, ich hole jetzt noch mehr Stellis. Es kann ja sein, dass ich mich verschätzt habe oder doch zu wenig ausgegeben habe. Hude, ich kaufe einfach doch noch ein bisschen mehr. Wir eben einfach nochmal 10.000 Stellis ab. Weil ich war mir irgendwie sicher, dass ich, wo ich das erste Mal wenig durchgespielt habe, dass ich praktisch gleich das Schnelle hatte. Ja, zeig mir das Angebot. Aber natürlich. Wir kaufen einfach alles, was ich jetzt vorher noch nicht gekauft habe. Gerne doch. Das kann ich eh gleich wieder verkaufen. Das ist egal. Aber sag ich, man hat dann alles gekauft. Ich glaube, das ist der Trick dabei. Ich weiß nicht, ob das beim ersten Mal funktioniert, aber ich glaube schon. Also ich habe jetzt zweimal die Switch und bei der Switch Lite habe ich das so gemacht und es hat funktioniert. Okay, gut, von meiner Switch Lite habe ich auch wegen sehr viel gespult und aber bei meiner Haupt-Switch habe ich nicht gespult und es hat ja auch funktioniert. So, kaufen wir eine Socke. Danke, möchte ich hier noch etwas anderes? Dann kaufe ich noch die Brille. So. Das habe ich glaube ich schon. Graue Herbstkleid habe ich auch. Das weiß ich nicht. Kaufen wir einfach doppelt, das ist ja egal. Kaufen wir es einfach, ist doch wurscht. Okay, 10.000 habe ich abgehoben. Jetzt ist eigentlich mehr als 5.000. Danke dir, bis zum nächsten Mal. So, la 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 la. Sprechen wir nochmal an.
Ja, okay, ich glaube, man muss ein bisschen warten. Okay, wir müssen eh ein Bewohner oder zwei, da ist gekauft. Den müssen wir, glaube ich, eh noch ansprechen. Den zweiten müssen wir auch noch ansprechen, bevor wir auf den nächsten Tag spulen. Und ja, es ist hässlich, aber auf das Innere kommt's an. Hey, wohnst du hier auf dieser Insel? Ich bin gerade erst hergezogen. Sollte es jetzt ein Scherz sein? Ich bin der Inselsprecher, ich bin der Boss! Ich bin der Boss, ich bin der Boss, ich bin der Boss. Wally heiße ich. Ich bin's nicht gewohnt, so spontanen Besuch zu bekommen. Aber eigentlich cool. Ja, warum lass die Tür dann offen, dass jeder rein kann? Markus heißt du also, krasser Name, voll schön, dich kennenzulernen. Noch herrscht hier das Burghaus, aber wenn ich fertig bin, wird es ja, super süß aussehen. Du wirst wahrscheinlich vom Anblick schon Zahnschmerzen bekommen. Also mach dich bereit, ja, man sieht sich. So, wir haben jetzt Wolli, der anderen zwei und ich glaube den anderen komischen nilernen Hund. Haben wir noch nicht angesprochen, glaube ich, heute. Marsbert? Ja, ich weiß. Für was habe ich jetzt schon wieder nochmal eine bekommen? Ah, ja, okay, gut. Jetzt haben wir 200, das passt perfekt. Ja, der ist daheim. So, dann haben wir eigentlich, glaube ich, mit der nächsten Folge auch gleich fertig. Ja, genau, den habe ich gemeint. Huch, hast du mir, Entschuldigung. Huch, hast du mich aber erschreckt. Was ist denn mit dir passiert? Wurdest du etwa gestochen? Aua. Danke, nur wegen des schenkst du mir keine Anleitung? Mann, Mann, Mann. Die sind so rücksichtslos. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich hacke euch zu Stücke. Spaß. Oh, hallo nochmal, Markus. Hast du etwas an deine. Sag mir das Angebot, aber natürlich, ja, okay. Okay, das war's dann mit dieser Folge. Betassi, wir können ja noch kurz ins Museum schauen, weil das ausgebaut ist. Vielleicht hat der Eugen da noch was zu sagen. Okay, der schläft, okay. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Wahl.